Ja, ahoi und bonjour, da ist er wieder, euer Hoda mit einem neuen Let's Play World of Warships. Ja, wie ihr schon gehört habt oder an dem Bonjour erkannt habt, es geht weiter mit den französischen Battle Baguettes. Heute unterwegs mit dem Tier 9 Schlachter hier, der Alsace. Ja, muss ich dazu sagen, 6er, 7er und 8er fehlen noch, werden nachgeliefert. Verspreche ich ganz doll, wir sind auf der Karte Zuflucht und ja, sind ordentlich in der Mitte angesiedelt hier. Es gibt ein paar über uns, es gibt ein paar unter uns. Alles halb so wild, 4 Zerstörer auf jeder Seite. Naja, sage ich mal nichts dazu. Alsace, was ist zu der zu sagen? Ja, was haben wir? Wir haben 3 Vierlingstürme mit 380 mm Geschützen, die eine Reichweite von 23,5 Kilometern haben bei 30 Sekunden Reload. Also relativ ordentlich. Die Sekundär ist auch ganz klasse, kriegt man hier auf 10,8 Kilometer hoch mit Flaggen und Captain Skill. Zur AA kann ich noch nicht viel sagen hier, die liegt bei mir noch bei 83, da das Schiff noch nicht ausgebaut ist, ist erst mein drittes Gefecht. Kriegt man allerdings noch auf den Wert 94 hoch, was relativ gut ist, denke ich mal. Für 9er unter Händen geht schon das erste Ziel auf hier im dritten Schlachter. Die Lyon, Lion in dem Fall, und da setzen wir mal die erste Salve ab. Geschwindigkeit, ja, bin ich momentan hier auf 30,4 Knoten, wie gesagt, noch nicht ausgebaut. Erst das Reichweitenmodul drin, bekommt man aber immer noch auf 32 Knoten hoch und mit Turbo Boost sind wir da noch eine Menge schneller. Der erste Hit hat mir hier 12.534 Platten eingebracht oder Schadenspunkte. Das ist doch ganz in Ordnung, würde ich mal sagen. Ja, für den ersten Treffer. Wie gesagt, drittes Gefecht mit dem Schiff erst hier. Deswegen sieht es auch so bunt aus. Ich will natürlich so schnell wie möglich weiter. Vor mir habe ich eine Fletcher und eine Neptune. Da gehen wir erstmal ein bisschen vorsichtig vorwärts. In der Mitte ist kurz eine Gearing aufgegangen. Ja, gucken wir mal. Drehen kurz breitseits hier, damit wir mal alle Geschütztürme einsetzen können hier, wenn denn was aufgehen sollte. Aber noch starren wir hier nur auf Nebelwolken. Ja, Nebel. Mein Gott, man kommt sich ja vor wie in London hier, dabei ist das ein Franzosenschlachter hier. Aber da hinten, North Carolina geht auf, mal anvisieren, aber da ist noch eine Rhone und die ist auch schon wieder zu. Also bleiben auf der North Carolina und setzen da mal eine Salve ab. Hier vorne kommen Tiefseetorpedos, die machen der Fletcher ja mal sowas von gar nichts aus. So, zweite Salve, jetzt drehen wir hier ein bisschen nach hinten, weil dort vorne Neptune, Rhone, Gearing, Chomu, North Carolina und ein paar Sachen, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Und jetzt muss ich mich hier bei der Bismarck entschuldigen, weil, ja, mein Gott. Ne? Kurzes Kuscheln, da geht die Gearing auf. Sekundär wird ausgerichtet hier und fängt hoffentlich gleich an zu feuern. Der hintere Turm ist auch bereit. Ein Visieren hier, relativ schwierig zu treffen, da wir sie übers Haupt nicht sehen hier. Aber wir probieren es einfach, zumindest mit dem hinteren Turm. Und erwischen wir sie. Natürlich nicht, aber die Sekundäre haut hier immerhin ordentlich rein. Mittlerweile konnten wir uns hier auch lösen. Unsere Fletcher hat zerrissen. Nicht so schön. Aber hier, die Gearing liegt hier unter hartem Feuer des Gegners. Die wird zwar auch nicht mehr lange machen. Und da haben wir sie auch noch angebrannt. Aber den Kill hat sich da ein anderer geholt. Der Conqueror. Ja, Schlachtschiffe zerstören hier die Zerstörer. Ja, mittlerweile haben wir hier auf die Rhone abgesetzt. Das war allerdings sowas von gar nichts mit 1190, einem Open Pen Hit. Da kommt eine Salve der North Carolina rein, die da, ja, mit HE schießt. Naja, mein Gott, vielleicht war sie gerade auf den Zerstörer noch eingezielt. Aber die Salve geht ja mal sowas von daneben. So, wir probieren es auch nochmal. Wo ist er? Da ist er. So, da geht sie aus. Nicht schön. Warten wir halt noch kurz. Die geht bestimmt gleich wieder an. So, unsere Bismarck macht sich hier bereit. Tirpitz dreht auch ein bisschen nach hinten ab. Conqueror schließt zu uns auf. So gefällt mir das. Da haben wir hier einen schönen Verband. So, auf die North Carolina abgesetzt hier den Tier 8 Schlachter der Amerikaner. Und ja, mein Gott, das waren dann mal zwei Overpen-Hits. Ja, zur Genauigkeit, was soll ich sagen hier? 297 Meter. Streuung kann man eigentlich auch relativ normal für einen Schlachter. Das einzige Alleinstellungsmerkmal ist, wie gesagt, der Turbo Boost. Da geht es nochmal auf die North Carolina. Dreht jetzt schön breit und da hauen wir noch eine Salve rüber. Ja,
Wir hatten zwar das Bergsymbol an, aber irgendwie ist das in letzter Zeit ein bisschen irreführend, denn die Salve geht komplett drüber und haut der North Carolina an die Zitadelle rein hier und da gab es 18.000 Schaden auf den Guten. Der hat momentan überhaupt keinen Spaß mehr. So, wieder ein bisschen nach vorne gerückt hier. Momentan sieht so aus, dass jeweils, jedes Team jeweils einen Zerstörer verloren hat. So, dann haben wir wieder aufgedeckt. Das kann eigentlich nur ein Zerstörer sein, der hier irgendwo rechts neben uns ist. So, kommt die Nordi dort hinterm Berg nochmal vor. Jawohl, da kommt sie. Nochmal auf Verdacht abgesetzt. Schön auf die Bremse getreten hier, dass wir nie gegen die Insel fahren. Ja, immerhin nochmal 3500 und 3750 Damage. Mein Gott, nehmen wir mit und wir fahren doch gegen die Insel. Ja, dann läuten wir schon mal immer das Glöckchen hier, schicken die Mannschaft kurz auf Landgang. Da können sie sich ein Kaffee holen oder auch ein Baguette. Schauen wir einfach mal. Ja, die obligatorischen Gartenbänke sind ja hier auf diesem Schiff auch vertreten hier. Die Parkbänke. So, North Carolina, komm. Können wir uns den Kill sichern dort hinten oder eben auch nicht. So, mittlerweile haben wir unser zweites Schiff verloren. Der Gegner führt hier leicht. Der Großteil der Schüsse geht hier in den Berg, zumindest von den vorderen Türmen. Der hintere Geschützturm ist drüber gegangen, aber den Kill hat sich hier die Türbits gesichert. Ist egal, sage ich mal so. Jetzt haben wir nämlich drei Schiffe vom Gegner versenkt, während wir erst zwei verloren haben. Allerdings wird uns hier Cap C auch schon wieder streitig gemacht. So, jetzt ist hier aber gleich mal Schluss mit dem Gekämpfe hier. Jetzt müssen wir gleich mal ein bisschen was unternehmen. Ja, die andere Seite drüben ist verdammt unterbesetzt hier. Da ist irgendwie alles auf der Flucht. Shimakaze hält dort noch auf. Hier liefen gerade Tiefseetrupps vorbei. Wie ich vermutet habe, von relativ weit außen. So, und da machen wir uns rüber auf den Weg Richtung C, um unsere Flotte dort ein bisschen zu unterstützen. Weil da ist überhaupt kein Schlachter mehr. Da kommt ein Kurfürst rein, da kommt eine Moskwa rein. Die Rhone hat auch die Seiten gewechselt. Ach nee, Quatsch, das ist ein Lion, ist das? Ja. So, Kurfürst steht dort rum. Schöne Einladung. Herr Simon 79. Haben wir gerne sowas. Stehende Schlachtschiffe, immer eine feine Sache. Allerdings setzt er auch auf mich ab. Wir drehen hier gleich ein bisschen gegen, um den Schaden zu minimieren. Naja, das gelingt mir nicht ganz, aber immerhin hauen wir ihm da knapp 16.000. Platten weg hier von seinem nicht unbeträchtlichen Lebenspool, aber da geht auch noch die Moskwa auf, setzt mich natürlich mit der ersten Salve im Brand und auch die Line hat von drüben auf mich abgesetzt und die Salve wird wohl auch einschlagen hier. Ja, macht sie. Nichtsdestotrotz nehmen wir uns den rückwärtsfahrenden Kurfürst hier nochmal vor, etwas höher angehalten, weil ich habe halt bloß 380 mm Geschütze. Der Kurfürst fährt ein bisschen schräg nach hinten, das heißt nicht der ideale Winkel. Wenn ich hier auf Wasserlinie zielen würde, würde ich wahrscheinlich bloß Overbend oder Abpraller rauskriegen. Und so konnten wir nochmal knapp 9000 Schaden machen hier. Jetzt löschen wir, drehen hier ein bisschen nach hinten ab, weil irgendwie ist das hier ein bisschen viel. So, um dort in den Schutz der Insel ein bisschen zu kommen, da nehmen wir uns aber erstmal die Moskwa vor, weil irgendwie müssen wir den ja doch bestrafen, dass er uns angebrannt hat hier. Der fährt rückwärts, ist auch typisches Verhalten für Moskwa vor, sich irgendwo gut positionieren. Und ja, da kommt schon wieder Torps, verdammt. 5000 konnten wir ihm frontal geben, nicht ganz schlecht. So, Turbo gezündet, raus aus den Torps, die allerdings ausgehen. So, jetzt drehen wir hier ein, nehmen diese Insel als Deckung. Probieren nochmal auf die Moskwa abzusetzen. Na, kommt laut nach. Nee, geht nicht. Die geht aus. Das heißt, unser nächstes Ziel wird da drüben die Lion werden. Aber da schießt er nur der Kurfürst. Mein Gott, hier, jetzt gibt es aber ordentlich in die Backen. Aber unser Team konnte die Führung zumindest leicht ausbauen, was von nichtige Schiffe angeht. Wir haben erst drei verloren, der Gegner mittlerweile fünf. Und auch die Line sieht nicht mehr allzu gut aus hier mit 39.700 Platten. Ja, mein Gott, sollten wir doch kriegen. Da kommt im Chat, wir sollen Battleship stop camping and go attack. Ja, natürlich fahre ich hier blindlings in alles rein. Nee, tut mir leid, Freund, das muss ich leider überdenken, diese Spielweise. Früher hätte ich das vielleicht gemacht, aber heute muss man ein bisschen übersichtlicher rangehen an die ganze Sache, da man doch immer relativ wenig Unterstützung bekommt, wenn man hier einen Push anführt. Da gab es nochmal ordentlich Schaden, oder was ist ordentlich Schaden? 3.900, ordentlich ist anders. Hintere Geschützbatterie auch nochmal abgesetzt, gab es einen Overpen.
Jetzt haben wir hier schön die Insel ausdecken. Oh je, nee, haben wir nicht, denn da geht die Moskwa auf 11,7 Kilometer. Wird natürlich HE kommen, schätze ich mal. Jawohl, so sehen wir sie schon fliegen. Aber auch wir schicken noch eine Salve rüber. Kurfürst eröffnet auch das Feuer. Gott sei Dank standen wir hier relativ gut angewinkelt, konnten nochmal 4600 in die Moskwa reindrücken. Und jetzt fängt hier die Secondary an, auf die Line zu arbeiten. Wie gesagt, 10,8 Kilometer mit Flaggen, Modul und Captain Skill. Ist ordentlich, ist vergleichbar mit der Bismarck, wobei ich den Eindruck habe, dass die Secondary der Franzosen nicht ganz so viel Schaden macht wie die der Bismarck und nicht ganz so viel Brände. Aber mein Gott, das kann auch subjektive Wahrnehmung sein. So, ja, 6300, ordentlicher Schaden. Mittlerweile nähern wir uns hier auch der 100.000er Grenze. Das ist ganz ordentlich. Wie gesagt, erstes, dritte Gefecht mit dem Schiff, nicht völlig ausgebaut und dafür ist es doch, denke ich mal, ganz gut. Allerdings kann ich hier wahrscheinlich froh sein, dass kein Flugzeugträger im Match ist, weil wenn man hier nicht ausgebaut ist und der Flak-Wert hier mit 83 unausgebaut ist halt noch nicht so ideal. So, gucken wir mal hier. Der bremst, fährt rückwärts jetzt. Ja, wenn die Schiffe brennen, ist es relativ schwer zu erkennen, ob die rückwärts waren. Leider kein Brand, aber immerhin 3500 Schaden und auch die Secondary arbeitet hier noch kräftig. So gefällt's. Der scheint es nicht mehr lang zu machen. Jetzt hat die Secondary im Brand verursacht. Das ist immerhin der zweite. Und wir gehen über die 100.000er Marke. Sehr schön. Also im Großen und Ganzen fühlt die sich ganz gut an hier, die Alsas. Muss ich wirklich so sagen. Noch eine HE-Salbe rein und das dürfte sein Ende sein. Jawohl, haben wir Kill im Nummer 1 verbucht hier in diesem Match. Jetzt können wir auch löschen, da die Line ja doch ein recht guter Brandstifter ist hier mit ihren HE-Granaten. Wie alle britischen Schlachtschiffe. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Wir konnten Cap B wieder für uns sichern. Ja, die Führung ist mehr als knapp. Da muss noch ein bisschen was passieren. Shimakaze kommt hier zur Hilfe. Sehr schön. So, noch eine Breitseite HE hier auf den Kurfürst abgesetzt. Secondary fängt auch an zu radeln. 5300 Schaden und ein Brand. Sehr schön, hat er sich verdient. Jetzt laden wir hier wieder auf AP um. Sehr gut. Aber der hat immer noch 80.000 Platten hier. Zwar leicht abnehmend, aber mein Gott. Na, das ist noch ein ganz schöner Lebenspool, den wir hier wegmachen müssen. Aber die Shima kommt hier ran mit, ja, mit Turbo. Denke ich mal, Torpedo ist bereit. So, wir setzen nochmal die hintere Batterie mit AP ab. Und ich denke mal, die Shima wird jetzt gleich torpedieren. Sieht zumindest danach aus. Ja, 2380 haben wir nochmal reingehauen. Das wäre ja sehr schön. Ja, da laufen die Shima-Torps. Dann könnten wir uns nämlich um die Moskwa kümmern, die gerade hier unsere Türpitz rausgenommen hat. Nicht schön. Ja, die kommt auch relativ frontal auf mich zu. Da vertragen sie eine ganze Menge. Muss man immer ein bisschen höher anvisieren, dass man in die Aufbauten kommt. Der Bug ist so geformt, dass er doch jede Menge abprallt. Deswegen, wie gesagt, ab in die Aufbauten. Secondary müsste anfangen mit Feuern. Ja, bitteschön, 12.000 Schaden. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Nehmen wir mit. Ja, wir haben noch 25.000. Noch 23. Jawohl, die Shima hat die Kurfürst rausgetorbt. Das nimmt einem natürlich hier jede Menge Sorgen. Und wir konnten unsere Führung etwas ausbauen. Sehr schön. Gutes Spiel von der Shima. Hat die Zeichen der Zeit erkannt, ist genau im richtigen Moment gekommen, wo sie dringend notwendig war hier vorne. So, Moskwa, was machst du? HE oder AP? Gucken wir mal. Wir schießen auf jeden Fall AP. Und die Moskwa schießt auch AP. Ob das die beste Wahl war, denn wir fahren hier leicht angewinkelt nach hinten weg. Und damit ist die AP nicht die zuverlässigste. Ihr seht selber. Damit wird er mich wohl nie kriegen. Noch zumal meine Secondary arbeitet und hier hinten arbeitet noch ein Tier 8er hier, die Charles Martel, ordentlich mit hier, um die Moskwa hier in die Knie zu zwingen. Und das sollte uns doch wohl gelingen hier. Das sollte uns doch wohl gelingen. Da konnten wir schon wieder einen Brand verursachen mit der Secondary. Ihre Lebenspunkte schmelzen da zusehends zusammen. Da gab es nochmal einen schönen 5000er Hit. Und mach's die Charles Martel. Egal, Hauptsache raus das Ding. Hier, die Chance hat sie sich geholt. GZ, schönes Ding. So,
Jetzt sieht es doch viel, viel besser aus mit der Führung. Der Gegner hat auch bloß noch 3 Schiffe. Eine Rhone, die da hinten ziemlich angeschlagen in der Gegend rumkuffelt. Eine Bismarck, die ja gerade probiert, hinter die Insel zu entkommen und mir dabei wahrscheinlich gleich in die Arme laufen wird. Mal sehen, ob noch genügend da ist hier, dass wir uns das Ding noch wegsnacken können. Aber ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Die läuft etwas schräg nach vorne. Ist natürlich nicht der ideale Winkel, aber die hat nur noch 2600, 2400 Platten. Wenn da die Salve in die Aufbauten geht, sollten wir das Ding da aus dem Leben reißen. Gelöscht hat sie gerade. Und da macht's Röms und da haben wir Kill Nummer 2 verbucht. Sehr, sehr schön und unsere Führung ist jetzt mehr als eindeutig. Sehr schönes Arbeiten, großes Lob an die Shima. Wirklich gut gearbeitet, die hat mir da mehr oder weniger den Arsch gerettet, weil, wie gesagt, gegen Kurfürst und Moskwa, das hätte ich höchstwahrscheinlich nicht überlebt. So, die Rhone dort hinten ist leider noch etwas außer Reichweite. Aber da sehe ich schon die Salven der Verbündeten ranrauschen. Das sieht ganz gut aus. Na, und Treffer. Und da hat sie es aus dem Leben gerissen und der Sieg ist unser. Ja, schauen wir doch mal. Keine Auszeichnung heute kassiert, aber was soll's. Immerhin 159.000 mit dem unausgebauten Schiff. Ein Zitadellentreffer, leider bloß 80 normale Treffer. 2 Schiffe haben wir versenkt. Dann haben wir 6 Brände verursacht hier. Das war hauptsächlich die Sekundäre, die immerhin 119 Treffer gemacht hat. Ja, gucken wir in die Teamwertung. Das bringt uns immerhin auf Platz 2 hinter der Neptun. Oh, die Neptun, hätte ich nicht gedacht, dass die hier so gerockt hat. Der ausführliche Bericht sagt uns hier, dass wir ja, ordentlich reingehauen haben in die Laien. Dann haben wir ja bis mal ein bisschen Schaden gemacht. 44.000 in die Kurfürst, auch nicht schlecht. 43.000 in Moskwa. North Carolina haben wir 31 mitgegeben. Der Gearing 3.400, ja. Ordentlich getroffen hier, die Sekundäre 10.000 Schaden und 21.000 durch die Brände der Sekundäre. Ja, das sind summa summarum 31.000. So viel potenziellen Schaden haben wir nie mehr getankt hier, aber mein Gott, ne? Kann ja nicht immer so klappen. Kreditpunkte und EP, was ist übrig geblieben? Ja, 327.000 Credits und 9.300 EP nach Anwendung ja, etlicher Boni, die wir da gemacht haben. Ja, schöner Sieg für das Battle Baguette hier, für die Alsace. Hier seht ihr nochmal die Module und Captain Skills, die ich verbaut habe. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf Hoda TV und bis dahin denkt immer dran, versenkt sie, bevor sie euch versenken.